Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Anno 2205. Im letzten Part haben wir angefangen, Deuterium hierher zu karren. Und ja, wollen jetzt prinzipiell hier diese Mission fertig machen. Allerdings haben wir Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Beim letzten Mal herausgefunden, dass die hier echten Schatten haben. Also, Helium 3 würde mich 16.000 kosten, aber kein Problem. Aber 4.000 Credits in der Bilanz mich runterziehen. Also, ernsthaft, die haben Schatten. Das ist aber noch gar nicht das Lustigste an der ganzen Geschichte, sondern dieser Fusionsreaktor, der kostet 800.000. 800.000, Leute. Ernsthaft. Ja, meine Credits gehen hier gerade extrem gut nach oben, aber da warte ich ja ewig und drei Tage, bis ich 800.000 habe. So, ich habe mir für heute gedacht, da wir die letzten Male so ein bisschen weniger missionstechnisch unterwegs waren, gehen wir mal heute zu ihr. Oh, na endlich. Hören Sie zu, ich weiß nicht, wohin ich Sie sonst schicken soll. Sie müssen Ihnen helfen. Leben sind in Gefahr. Ich mache es wieder gut, versprochen. Und helfen hier der Sandra Haynes ein bisschen. Danke, ich habe nicht viel Zeit. Die Orbital Watch ist uns schon auf der Spur. Seit sie alles übernommen hat, jagt sie alle, die ihre Autorität nicht akzeptieren. Viele Menschen sind aus ihren Häusern vertrieben worden. Und hier ist das gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ich weiß, dass Sie in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen, ihnen Schutz zu bieten. Bitte, lassen Sie sie nicht hängen. Ja, würden wir doch niemals machen, oder? Die hängen lassen. Machst du kurz Pause? Ich dachte, wir hätten was Besseres zu tun. So, ich muss jetzt einen Flüchtling. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Trupp und das finden. Wissen Sie. Bringt mir 200 Arbeitskraft in dem Sektor. So, Flüchtlingstrupps finden. Wie schauen die aus? Normalerweise waren das ja Kisten, die irgendwo rumstanden. Da. Du wolltest die Revolution zerschlagen, aber jetzt hat sich das Blatt gewendet. Nö. Da, Flüchtlingstrupps, Autos. War ja fast klar. Diesmal halt keine Kisten, sondern Fahrzeuge. Kisten wäre echt böse, weil dann wären die ja schon in Särgen quasi. So, hier haben wir weitere Missionen. Okay, 8 müssen wir, 3 glaube ich haben wir jetzt schon. Jupp, 3 haben wir schon. Nehmen wir das ja auch gleich mit. So. Ah, hier hinten ist nichts mehr. Gut. Schauen wir mal hier. Da sind welche. Da sind welche. Die sind aber ganz schön zerstört. Und die aus den Wohnungen rausschmeißen, das ist echt ein uncooler Move. Das ist ja fast genauso gemein, wie wenn ich sage, ich schalte euch den Sauerstoff aus. So, jetzt fehlt uns noch ein Flüchtlingstrupp. Wo könnte das sein? Wo könnten die sich verstecken? Rein hypothetisch würde ich ja gerne weiter rauszoomen. Aber leider funktioniert das gerade nicht. So, wo könnten die letzten Flüchtlinge sein, Leute? Bin ich schon dreimal dran vorbeigecruised? Wahrscheinlich, oder? Oh, die sind echt fies versteckt. Die haben sich wirklich fies versteckt. Ha, da seid ihr ja. Dank Ihnen geben wir den Widerstand nicht auf. Sie kommen alleine? Gut. Um Folgendes möchte ich Sie bitten. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So. Wir sollen
den Produktionsausschuss von Logistik Nova Krater bei 100 halten. Wir haben jetzt 41. Ja, gut, machen wir irgendwann mal. So. Allerdings haben wir beim letzten Diese Mal festgestellt, große Leere, man gewöhnt sich dran, dass Mondnahrung gar nicht so teuer ist und dass wir die anbauen können. Würde ich fast sagen, machen wir das heute mal. Bauen wir ein solches Ding hierher. Und das hier kostet mich 200. Das stellen wir hierher. Nein, hier stellen wir keinen Zins. So. Mondnahrung. Haben wir jetzt noch minus 4. Erhöhen wir hier mal die Produktivität ein bisschen. Das ist Qualität, wie du siehst. Und hier natürlich auch. Wow, die Dinger sind groß. Die sind wirklich groß. Nehmen wir das Ding hier mal und verschieben es nach hier. Und dann können wir dem Ding hier auf jeden Fall noch ein bisschen was anbauen. Das hier reicht wahrscheinlich nicht, weil es außerhalb des Schildes ist, oder? So. Kein Schutz vor Schild. Ja. Dann bauen wir hier halt noch ein Schild. Hier dieser große, was kostet mich der? Ah, die großen gefallen mir fast besser. Stellen wir den hierher. Und eine Straße dahin. Und ready. So, wie schaut es jetzt mit Mondnahrung aus? Jetzt haben wir doch genug Mondnahrung, Leute. Jetzt könnt ihr fressen, bis ihr tot umfallt. Die Arbeit ist halb so hart, wenn ein schöner... So. Jetzt seid ihr zufrieden. Ich kenne euch Pappnasen doch. Gut, Credits steigen auch wieder ein bisschen. Und wir haben ein neues Gebäude verfügbar. Was Bauoptionen erweitert. Haben wir jetzt denn Schönes dazu gekriegt? Das hier wahrscheinlich, aber das können wir jetzt eh noch nicht machen. Mann, hier ist gerade übelst das Dröhnen. So. Ich war schon schlechter dran. Schön. Dann ziehen wir mal hier noch eine Straße hin, just for fun. Gut, Mondnahrung haben wir. Check. Allerdings... Mit was kann man euch noch? Schwerkraftkompensatoren. Kann ich die denn schon bauen? Ne, die kann ich noch nicht bauen. Interior-Wear kann ich ebenfalls offensichtlich noch nicht bauen. Und Androiden ebenfalls nicht. Da bin ich überhaupt am überlegen, ob das hier überhaupt gehen wird. Ob ich dafür nicht wieder irgendeinen Rotz hierher transportieren muss, oder? Ja, definitiv. So, was gefällt euch nicht? Warum könnt ihr nicht abgegradet werden? Fehlende Gebäude der Art. Gut, kennen wir das Spiel mittlerweile. So, mein Produktionsüberschuss ist irgendwie gesunken. Auch wenn ich nicht weiß, warum, weil ich habe hier neue Produktionsgebäude gebaut. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Sehr eigenartig. So. Was können wir denn hier für Verbesserungen anbauen? Arbeitskraftwartung. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Energiewartung. Mehr Output. Diese Arbeitskraftwartung, was bringt mir die? Dass ich weniger Arbeitskräfte wahrscheinlich dafür brauche, oder? Schaut so aus. Ich hätte halt gerne ein Upgrade für deren Betriebskosten. Das wäre natürlich extrem geil. Aber das hat mir jetzt hier alles nichts gebracht. Ich meine, ich habe jetzt hier, es war diese ein bisschen Mondnahrung. Leere, man gewöhnt sich dran. Also die sind zu 26% zufrieden. Dieser Balken schaut mir mehr als 26% aus. Ich meine, ich kann mich täuschen, aber 26 würde ich hier irgendwo ansiedeln. Ich wenn kann überhaupt. Das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung.
Okay. Machen wir das mal schnell, weil dann hört er auf, mir das zu erzählen. Hoffe ich. Alles installiert. Probier es aus. So. Okay, verbessern Sie Ihre Wirtschaft in der Arktis und Zugriff auf... Habe ich. Upgraden Sie Ihre Raumhäfen in jedem Sektor, um ein effizienteres Routennetzwerk zu erhalten. Okay. Okay, vielleicht werden dann unsere Transportkosten günstiger, Leute. Hier können wir jetzt momentan gerade eh nichts machen. Ich würde sagen, schön, dass wir uns nicht dahin, sondern wir gehen jetzt mal in unsere Mainbase. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Vielleicht können wir hier unseren Raumhafen mal wieder pimpen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir die, ja, die nächsten Bewohner. Nicht Offiziere, sondern, keine Ahnung, wie sie heißen. Manager, Lobbyisten, ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Ich glaube, dafür habe ich 50.000 oder sowas gebraucht. So. Da brauche ich 25.000 Investoren. Lag ich ja mit Lobbyisten gar nicht so verkehrt. Was ich wollt ihr noch? Ich mag es hier wirklich. Diese Atmosphäre. Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? Bionische Erweiterungen brauchen die hier noch. Und Mobilität. Ich behaupte, Mobilität kann ich noch nicht bauen. Manager. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Aber bionische Erweiterungen behaupte ich, kann ich schon auf dem Mond bauen. Schauen wir nochmal ganz kurz auf den Mond. Dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit euch handeln will. Ihr schaut so vertrieben aus. Das Zeug habt ihr sicher bei irgendjemandem geklaut. Und wollt es mir teuer verkaufen. Bionische Erweiterung wollte ich. Bionische Erweiterungen. Haben wir aber noch nicht. Können wir aber bauen. Bauen wir mal. Stellen wir die bionischen Erweiterungen doch hierher. Das war teuer. Gut, wie schaut's jetzt aus? Jetzt haben wir eine bionische Erweiterung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das kostet mich. Was braucht das denn? Überhaupt. Außer sau viel Strom. Irgendwo habe ich doch hier noch so ein Strom. Energiewartung minus 10%. Gut. Was braucht das denn? Magnetit. Braucht das kontinuierlich Magnetit oder braucht das nur ab und an Magnetit beim Bauen quasi? Verbraucht pro Minute seltene Erden. Wie viele seltene Erden haben wir? Ah, seltene Erden haben wir noch genug. Dann kann ich hier noch ein Ding hinstellen. So. Nehmen wir hier noch ein bisschen Energiewartung. Ich glaube, eins davon kann ich auch noch hinstellen. So. Credits sind jetzt fast down. Gut. 4 haben wir jetzt hier, so bionische Erweiterungen. Wie viel wollen die denn? 7. Ich würde sagen, den Spaß hier graden wir auf 10 ab und schicken die 10 dann rüber. So, seltene Erden haben wir noch 5. Dann kann ich hier auf jeden Fall noch eine hinstellen. Das müsste doch meine Solarenergie gewesen sein. Jetzt haben wir auch ein bisschen Strom wieder. Was bringt mir das? Credit
Wartung und Arbeitswartung. Kostet Iridium. Oh, nice, Leute. Nice. Richtig, richtig nice, Leute. Perfekt. Schon ist der Spaß nicht mehr so teuer. Kann ich das auch hier machen? Nee, leider nicht. Aber ich habe doch noch irgendwo anders so Solarpaneele gehabt, oder? Nee, offensichtlich nicht. Cool, also das ist ja mal richtig geil. Wenn ich das woanders auch bauen könnte, wäre das total awesome. Aber ich befürchte, das kann ich nicht. Super. So, dann bauen wir ein weiteres von den Teilen. Und zwar war das hier. Du hierher. Jo. Jo. Nope. Jo. So. Gut, seltene Erden sind auf null. Strom ist noch okay. Logistik ist auch noch okay. Energie ist auch noch okay. Arbeitskräfte sind auch noch okay. Wo habe ich denn meine seltenen Erden? Dich nicht. Titanmine. Seltene Erden. Bist du seltene Erden? Arbeit hört nie auf, was? Seltene Erden. Das war teuer. Wir sind jetzt wieder ganz schön pleite, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber wir haben jetzt wieder genug seltene Erden. 10 wieder. Dann stellen wir jetzt hier noch eins hin. Und sind jetzt richtig, richtig pleite. Allerdings sollten wir jetzt 10 davon haben. Wolltet ihr eigentlich sowas auch haben? Sie haben Befehle für mich? Nö, ihr wollt sowas nicht haben. Brav. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus und zerlegen unsere Bilanz komplett. Eine neue Route. Von den Teilen nach hier. Meint von hier nach hier. So, 3000 kostet. Wenn ich jetzt nur eins machen würde, würde mich das auch 3000 kosten. Das ist hier so ein Basispreis. Leider. So, dann schicken wir jetzt gleich mal die 10 Stück rüber. Verarbeite Informationen. Und schau mal ganz kurz in unsere Main Base, weil die Credits gehen ja auf jeden Fall wieder runter. Um zu gucken, ob wir die hier bald managen können. Zu Investoren transformieren, das meinte ich. Gut, ihr solltet doch jetzt zufrieden sein. Ich habe letztens einen Bonus erhalten, also geht's mir gut. Ah, Geld ist alles, oder? Gut. Ja, sinkt auf jeden Fall fleißig. Kann ich denn das Ding jetzt hier schon bauen? Noch nicht ganz. Mein steigt gerade noch fleißigst an und ich hoffe, das tut es auch jetzt noch eine Zeit lang, weil das war gerade wirklich teuer, Leute. Aber die Handelsroute ist schon mal drinnen. Das ist ja schon mal was. Ich habe mir hier ein gutes Leben aufgebaut. Meinen Sie nicht auch? Ja, ich bin total stolz auf dich. Hast du toll gemacht. Jetzt komm schon. Also auf eine zumindest Nullbilanz wäre extrem nice. Und 20.000 Mitarbeiter. Da wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Und? Kriegen wir es hin? Positive Bilanz können wir tatsächlich schaffen. Ich habe letztens einen Bonus erhalten, also... Sehen Sie, jetzt funktioniert. Läuft, Leute. Wir sind wenigstens wieder im Plus. Zwar waren wir am Anfang der Folge wesentlich besser im Plus und mehr im Plus. Aber ich will mich ja nicht beschweren.
Neue Firmenstufe. Firmenstufe 17. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Wir kriegen Iridium, wir kriegen Graphen. Metochemikalien, Magnetit. Und ein paar Kreditos haben wir gekriegt. Wow, die steigt aber jetzt echt gerade noch sehr gut an, Leute. Ich mag es hier wirklich, diese Atmosphäre der Zufriedenheit. Wie schaut's aus? Jetzt kommt schon, das sind echt nicht mehr viele. Die kriegen wir noch hin, oder? Hey, das schaffst du, Otto. Und? Das wäre heute so das Ziel des LPs. Dass wir hier 20k hinkriegen. Das wäre immer richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, es schaut gar nicht mal so schlecht aus. Das könnten wir tatsächlich schaffen. Weil ich habe gerade das Gefühl, es wird langsamer. Ja, es wird gerade langsamer. Ja, bitte. Aber jetzt fehlt es wirklich nicht mehr weit. Es sind jetzt nur noch 50 Leute, die mir da fehlen. Die hier wollen nochmal... Kann ich Ihnen etwas holen? Tee, Kaffee? Oder kann ich etwas für Sie tun? So ein Polizeidingens. Wie viel hat denn das Polizeidingens gekostet? Das war auch ein Tausender. Wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn ich das hier irgendwo hinstelle. Wenn ich hier einfach noch ein paar Häuschen hinstelle. Oder schaffen wir es auch so? Nee, ich glaube, das ist jetzt eingefroren. Ich glaube, das bleibt jetzt dabei. Stellen wir hier noch ein paar Häuschen hin. Warum kann man... Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Ihr braucht weitere Häuser von dieser Art. Stellen wir noch eins hin. So, dann können wir das ja auf jeden Fall upgraden. Und dann können wir es upgraden. Ein fehlendes Gebäude dieser Art. So und so. Okay. Meinen Bescheid. Okay. Und jetzt können wir hier noch eins upgraden. Und schon haben wir es geschafft, Leute. Bauoptionen erweitert. Schauen wir nochmal ganz kurz. Okay, Futter passt nicht mehr. Verjüngungskuren passt nicht mehr. Intelware passt nicht mehr. Eigentlich passt hier so gut wie gar nichts mehr. Aber macht nichts. Wir können jetzt hier dieses neue Gebäude bauen. 3000! Wird immer günstiger. Nice! Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Hohoho. Neue... Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Wir haben endlich diese neuen Gebäude. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Und die Firma ist wie... Jetzt können wir hier erst einmal upgraden. Wie geil, Leute. Was für ein... Schaut euch die Credits Achtung, an. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Und wir haben die Firmenstufe. Neue Erfolgsebene erreicht. Ah, das wollte ich gerade nicht. Neue Firmenstufe erreicht. Ich weiß nicht. Wie geil, Leute. Was für ein... So macht das Spaß, ernsthaft. Neue Baupläne verfügbar. Schaut euch das an. Ah, die Gebäude schauen jetzt auch echt nice aus, Leute. Und 11.000 machen wir jetzt in der Runde. In Minute, Sekunde, was auch immer. Und wir können weiter upgraden. Egal welche. So, wie viele Einwohner haben wir jetzt hier? 1009.
Oh Leute, ist das geil. Ich glaube, wir sind hier beim Aufzug jetzt dann auch fast soweit. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Ja, genau so ist es. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Cool, Leute. Ich würde sagen, in dem Part haben wir echt einiges gerissen. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!